Herzlich willkommen an der WU zu WU Matters, WU Talks. Mit dieser bereits vor 2 Jahren gestarteten Veranstaltungsreihe setzt die WU ein Zeichen mit Themen, die spannend, manchmal auch provokant, jedenfalls immer zeitgemäß sind. Die Themen behandeln in der Regel Herausforderungen unserer heutigen Zeit aus Sicht der Forschung, aber auch mit einem Blick auf, wie kann man diese Ergebnisse, dieses Wissen transferieren. Heute steht die Public Lecture des Departments für Strategy und Innovation auf dem Programm. Ich möchte vielleicht ein paar Worte zu diesem Department sagen. Es ist weitgehend an der WU bekannt. Es ist ein Department, das wie kaum ein anderes das Leistungsspektrum der WU und auch die Stärken der WU demonstrieren kann. Die Schwerpunkte des Departments reichen von Fragen der Unternehmensführung, der Strategie, der Innovation, über Entrepreneurship, organisationalem Design bis hin zu Corporate Governance und Hochschulmanagement. Mit einem ganz klaren Bekenntnis zur Exzellenz in Forschung und Lehre, aber auch mit einem Fokus zu Wissenstransfer, beweist die Arbeit dieses Departments, dass eine Universität heute mehrere Aufgabenfelder abdecken muss. Und zwar nicht getrennt, sondern immer bezugnehmend aufeinander. Spannende Forschung ist auch immer befruchtend für die Lehre und interessant für die Gesellschaft. Und gerade mit den Studierenden und mit den Absolventen und Absolventinnen einer Universität und der WU wissen wir, haben wir den größten Impact auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft. Freuen Sie sich mit mir auf einen interessanten Abend. Willkommen noch einmal, und ich möchte damit gleich an quasi den Gastgeber der heutigen Public Lecture, an Professor Gerhard Speckbacher, weitergeben. Dankeschön. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die sehr netten Worte über unser Department. Diese Veranstaltung ist nicht nur eine Veranstaltung des Departments für Strategie und Innovation, sondern gleichzeitig auch die Alumni-Veranstaltung des Centers of Excellence. Das Center of Excellence, kennen Sie natürlich alle, ist vor vielen, vielen Jahren von Herrn Kollegen Professor Grün ins Leben gerufen worden, der heute auch da ist. Und ich habe das weiterführen dürfen. Es ist die Gruppe der besten Masterstudierenden oder der engagiertesten Masterstudierenden an der Wirtschaftsuniversität, die immer von Sponsoren und Partnerunternehmen begleitet wird und dadurch die Möglichkeit erhält, sozusagen über das normale Studium hinaus noch Zusatzerfahrungen zu sammeln und auch als Gruppe sich weiterzuentwickeln. Wir werden heute auch noch einige Stände haben, wo dann Sie sich, egal ob Sie jetzt Alumni des Center of Excellence sind oder eben nur Gast, Gast für die Public Lecture, werden Sie Gelegenheit haben, dass Sie sich ein bisschen über das Center of Excellence informieren. Und wir haben nachher dann ein kleines Buffet auch und hoffen, dass Sie dann auch da bleiben, damit wir dann auch noch im kleinen Kreis über die interessanten Vorträge diskutieren werden können. Wir haben nämlich heute nicht nur einen ganz tollen Gast gewonnen mit der Frau Herrlitschka, wo ich mich schon persönlich auch ganz auf den Vortrag freue, sondern ich bin auch, muss ich sagen, ein bisschen stolz, dass wir auch vom Department zwei neuere Kolleginnen und Kollegen sozusagen Ihnen nochmal präsentieren dürfen und eine nicht mehr ganz neue Kollegin, die Moderatorin, die Kollegin Dassi, die schon ein bisschen länger bei uns ist, aber auf die wir nicht minder stolz sind als die Department-Angehörige. Die beiden anderen sind relativ frisch zu uns dazugekommen, der Herr Greiner, Kollege Greiner und die Frau Kollegin Klaner, die übrigens Nachfolgerin offiziell vom Herrn Grün ist, den ich ohnehin schon erwähnt habe und den alle Alumnis des Center of Excellence natürlich kennen. So, damit bin ich schon am Ende. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, freue mich natürlich auch schon auf die Gespräche nachher, aber jetzt bin ich vor allem natürlich gespannt auf die Vorträge und die Diskussion zum Thema und übergebe an meine Kollegin Anne Dassi.
Herzliches Willkommen von meiner Seite. Ja, Managing Fast and Slow, natürlich eine Anlehnung an Kahneman mit Thinking Fast and Slow. Ich bin zu schnell gerannt, also Running Fast hat bei mir nicht funktioniert, darum ich laufe nicht immer so rum. Und wir waren sehr inspiriert, darüber nachzudenken, was könnte eigentlich geeignet sein, das Department vorzustellen und auch spannend für Sie zu sein. Die Idee, dass man schnell und emotional denkt und entscheidet, einerseits sehr analytisch und vielleicht zu lang nachdenkt, andererseits, denken wir, ist auch sehr auf die Managementprozesse übertragbar. Und wir haben heute drei Vorträge für Sie, die eigentlich Beispiele gegenüberstellen sollen, dass man beides auch besonders im Management, Strategie und Innovationsprozess falsch und richtig machen kann. Auch Innovation kann zu schnell sein, es muss nicht immer nur zu langsam sein, da fallen einem schneller die Beispiele ein. Und besonders stolz sind wir natürlich und froh, dass die Frau, jetzt ganz korrekt, Diplom-Ingenieurin Dr. MBA Sabine Herrlitschka den Weg zu uns gefunden hat. Und als CEO und CTO der Infineon natürlich absolut repräsentativ für eine Branche, wo man immer das Gefühl hat, man kann immer zu langsam sein. Aber ich hoffe, Sie zeigen uns ein bisschen, worauf es eigentlich am Ende dort ankommt und was Sie in dieser Position auch am Ende erfolgreich macht. Das Tolle ist nur, sie hat einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf, den ich angesichts der Zeitrestriktion nicht referieren werde. Sie werden es eh teilweise wissen. Sie kennt sich blendend auch im universitären Raum aus, war an der BOKU eigentlich gelernt, war unter anderem Vizerektorin an der Universität Graz und hat noch viele Wege auch international gefunden und war vor allem auch im Bereich der Forschung sehr, sehr unterwegs und weiß auch in der Forschung, dass es darauf ankommt, das richtige Timing zu finden. Also wir freuen uns sehr auf diesen ersten Vortrag. Meine beiden Kollegen, die werden sich natürlich noch mal ganz, ganz kurz eventuell selbst vorstellen und werden auch Beispiele aufgreifen, aber das sind Beispiele aus ihrer Forschung nur. Was heißt hier nur? Also im Vergleich zur Praxis, Entschuldigung. Aber sehr, sehr spannende Beispiele, einmal eBay, das andere auch aus wieder Branchen, wo man es vielleicht gar nicht so überlegt, was es bedeutet, wie zum Beispiel Versicherungen, die ja nicht als innovativste Branche einerseits gelten, andererseits hat man disruptive Geschäftsmodelle, also wenn man nicht drüber nachdenkt, wird es einen lange nicht, bald nicht mehr geben. Vor dem Hintergrund freue ich mich sehr auf diese drei Vorträge und darf versprechen, dass wir im Anschluss, Sie sehen schon die Stühle, hoffentlich noch eine gute Diskussion haben. Überlegen Sie sich gerne Fragen und Anmerkungen. Wir werden sie im Anschluss sehr, sehr gerne aufnehmen. Und nun, Frau Herrlitschka, freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, zu diesem Thema heute bei Ihnen zu sein. Ich möchte Ihnen vor allem gratulieren, das Thema Fast and Slow und den strategischen Wandel aufgegriffen zu haben, weil meistens spricht man über alles Mögliche, die Strategie sowieso und die Geschwindigkeit sowieso, und ich meine gerade die Kombination Fast and Slow ist eigentlich das, worauf es ankommt und was ein Erfolgskonzept ist. Und deswegen habe ich meinen Beitrag auch vom richtigen Zeitpunkt genannt. Ich möchte Sie im Wesentlichen durch drei Themen durchführen. Sie haben schon gesehen, strategischer Wandel in unsicheren Zeiten. Der Begriff unsichere Zeiten würde ich gerne ergänzen mit der bunten VUCA-Welt. VUCA, ich gehe dann nachher darauf ein, eines der Modeworte unserer Zeit, aber abgesehen vom Modewort meines Erachtens auch sehr zutreffend. Ich werde Ihnen dann einige Beispiele geben zum Thema Fast and Slow aus dem Bereich der Innovation und möchte dann auf den Faktor Zeit als strategischen Faktor eingehen und habe es in Kombination gesetzt mit dem, was man so üblicherweise als Widersprüche wahrnimmt und was meines Erachtens keine Widersprüche sind, beziehungsweise auch ein Thema ist, mit dem man umgehen muss. Bevor ich auf die Themen eingehe, möchte ich Ihnen ganz kurz ein paar Ansatzpunkte geben, damit Sie verstehen können, mit welchem Blick ich auf das Thema sehe, daher ein paar wenige Folien zu uns als Infineon Technologies Austria.
Sie sehen hier auch die Darstellung, wie wir vermitteln wollen, wo wir unseren Auftrag sehen. Ja, natürlich, wir sind ein Hightech-Unternehmen, aber noch viel wichtiger als die Tatsache Hightech in der Mikroelektronik ist es mir hervorzuheben, dass wir mit unseren Technologien große globale Herausforderungen adressieren: Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Und genau für diese Fragestellungen bieten wir technologische Lösungen als ein Unternehmen der Mikroelektronik und haben auch den Anspruch, und auch das sehen Sie hier auf der Folie, das Leben einfacher, sicherer und grüner zu machen. Das heißt, Sie sehen hier in der Mission schon ganz klar auch einen viel breiteren Anspruch als einfach nur unter Anführungszeichen technologische Exzellenz. Hier ein paar Eckdaten, damit Sie es auch einordnen können. Infineon Österreich ist Teil eines globalen Konzerns. Wir haben Größenordnung 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schwerpunkt auf den drei Themen Energieeffizienz, Mobilität, Sicherheit. Letztes Jahr einen Umsatz von rund 7 Milliarden Euro. In unserer Branche ist man entweder ganz vorne dabei oder man ist nicht wirklich dabei. Und entsprechend sehen Sie hier auch rechts unsere Marktpositionen in genau diesen drei Zielmärkten. Und das sind die globalen Marktpositionen. Infineon Österreich, grob zusammengefasst zu dem, was Sie hier in der gelben Box sehen. Wir haben Größenordnung 10% der Konzernbelegschaft in Österreich und rund 25% der Konzernforschungs- und Entwicklungsbelegschaft in Österreich. Wir haben vor rund 50 Jahren begonnen mit unserem Headquarter in Österreich in Villach, damals als verlängerte Werkbank. Wir sind heute eines der, wenn nicht das, forschungsstärkste Unternehmen Österreichs mit F&E-Ausgaben von 428 Millionen letztes Jahr und mit einem Umsatz von rund 2,5 Milliarden, der Österreich zugeordnet ist. Und wir haben in Österreich sowohl Forschung und Entwicklung als auch Produktion und globale Geschäftsverantwortung. Und die Dreierkombination ist mir sehr wichtig, weil die Kombination von Forschung und Entwicklung und Produktion ist heute ein echter Erfolgsfaktor. Sind Sie alle Kundinnen und Kunden von uns? Was meinen Sie? Sie sehen es da hinten. Wir sind in jedem dritten Smartphone weltweit mit den kleinen Silizium-Mikrofonen. Also wenn das Mikrofon, wenn der Sound echt gut ist, dann ist es wahrscheinlich von uns. Mit den Silizium-Mikrofonen, die in Villach zum Großteil entwickelt sind, jedenfalls da produziert werden. Wir sind auch in 7 von 10 meistverkauften Elektroautos. Elektrifizierung, Automatisierung, autonomes Fahren, ein ganz wesentlicher Treiber. Wir machen in Österreich die Forschung zu Radarsystemen in Linz, ein kleines Team, das hier auch dazu beiträgt, dass wir weltweit führend sind. Oder zum Beispiel auch Energieeffizienz. In fast der Hälfte aller Serverfarmen weltweit sind unsere Energiesparchips drinnen. Oder zum Beispiel Sicherheitstechnologien in den Pässen. In den Pässen nicht nur von Österreich, sondern von 70 verschiedenen Ländern in der E-Card, Bankomatkarten. Also Sie waren heute schon mehrfach von uns Kundin und Kunde. So, damit möchte ich zu dem ersten Punkt, möchte Ihnen zum ersten Punkt ein paar Blitzlichter eigentlich geben. Im Titel Strategischer Wandel in unsicheren Zeiten und unsicher habe ich bezeichnet die bunte VUCA-Welt. VUCA, Sie sehen es hier, für volatil, ungewiss, komplex jedenfalls und mehrdeutig. Und vieles davon begegnet uns nicht nur heute, sondern auch früher schon, aber heute in einer viel stärkeren Kombination. Wenn immer Leute sagen, wir müssen Komplexität handhaben oder reduzieren, dann ja, viel Spaß, ist richtig. Aber mein Bild ist, in diesem Umfeld
unter dem Schlagwort VUCA geht es darum, wie kann ich mit den Unsicherheiten gut umgehen? Weil die Unsicherheiten, die aus dem heraus entstehen, die Mehrdimensionalität, die hier entsteht, die wird sicherlich nicht weniger werden. Und ich glaube, gerade bei den Anforderungen, die aus diesem VUCA-Umfeld kommen, ist es besonders wichtig, Komplexität handhaben und verstehen zu können und systemisch denken zu können. Das Verständnis von Systemen, glaube ich, ist hier ein wichtiger Punkt. Aber unsere Welt ist genau so. Und das verschärft oder verstärkt durch die Digitalisierung, was Sie hier sehen, sind die vier industriellen Revolutionen, digitale Transformation als treibende Kraft, beginnend von der Dampfmaschine ganz vorne bis jetzt zu der Vernetzung, Internet der Dinge und ganz breit gefasst. Auch das ist etwas, was mehr Bewegung, mehr Komplexität verursacht. Und was heißt Digitalisierung ganz praktisch gesprochen? Sie sehen es hier, heute sagt man, dass rund 1% der Gegenstände vernetzt sind. Bis 2020 geht man davon aus, 50 Milliarden, 30 Milliarden. Die Zahl ist eigentlich irrelevant, jedenfalls sehr viel mehr. Und entsprechend sehen Sie hier auch aufgeteilt, zugeordnet nach Nutzeneffekten und nach Optimierungen, den Grad der Vernetzung. Sie sehen es ja auch dargestellt, heute sind wir vor allem in dem Bereich, wo die persönlichen Gegenstände, die Smartphones, die Wearables in unterschiedlichster Dimension hier vernetzt sind. Wirklich spannend wird es hier und die großen Nutzeneffekte kommen hier. Wir reden von Smart City zum Beispiel Ansätzen, auch in Wien. Und das wird natürlich auch das Verständnis, jetzt im Sinn von VUCA, aber auch Komplexität, deutlich erhöhen. Ich bringe Ihnen hier ein Zitat vom Chef von Cisco. 40% ist seine Schätzung der globalen Top 1000 Unternehmen, meint er, werden in 10 Jahren nicht mehr existieren. Weil er davon ausgeht, dass die Chancen, jedenfalls die Veränderungen, die durch die Digitalisierung kommen, unterschätzt werden. Und auch das trägt natürlich dazu bei, Schlagwort VUCA, Empfinden der Veränderung. Die Arbeitswelten werden sich ändern, vieles davon ist in den Medien. Ich meine, es ist besonders wichtig, nicht nur darüber nachzudenken, wie viele Arbeitsplätze gehen verloren durch die Digitalisierung, sondern wie viele Arbeitsplätze gehen verloren, wenn wir nicht auf die Digitalisierung setzen. Das heißt, wenn wir nicht die Chancen der Digitalisierung auch nutzen, weil es geht um neue Formen der Kooperation, der Interaktion und ein Stück weit auch darum, dass die Arbeit menschlicher wird. Entsprechend gibt es unterschiedlichste Ansätze dabei und Sie sehen hier einige davon. Human-Machine-Interface ist so ein Thema. Aber natürlich stellt sich damit die Frage, welche Kompetenzen brauchen wir, welches Werteset brauchen wir, wie können wir diesen Change im Zusammenhang mit Führung auch hinkriegen. Die Veränderungen aus diesem VUCA-Umfeld, meine ich, kann man gut in 7 Mustern zusammenfassen und Sie sehen die hier dargestellt. Und vieles davon nehmen Sie ja wahr. Manches davon nimmt man erst später wahr. Zum Beispiel, dass Veränderungen häufig mit exponentieller Geschwindigkeit passieren. Wir können nicht exponentiell denken. Wir sind das nicht gewohnt. Wir denken linear. Und deswegen neigen wir dazu, von Veränderungen dann überrascht zu werden. Innovation findet heute über Branchengrenzen statt. Und wir haben ganz klar Monopoleffekte und Netzwerkeffekte. Gratisökonomie begegnet Ihnen an vielen Stellen bereits. Minimale Transaktionskosten und der Zugang zu den Ressourcen ist wichtiger, nicht der Besitz. Und die Personalisierung und damit verbunden Individualisierung, Dezentralisierung sind ganz wichtige Teile. Der Impact der Digitalisierung
Im Hinblick auf die Geschwindigkeit und die Werte zeige ich Ihnen hier anhand von zwei, wie ich meine, ganz interessanten Darstellungen. Im einen Fall sehen Sie die Geschwindigkeit, wie Innovationen bis zu einem 100 Millionen Nutzerwert gekommen sind. Schauen Sie sich das an, wie sich hier die Geschwindigkeit verändert hat. Vom Telefon über 75 Jahre bis heute hier zu einem Smartphone-Spiel. Also da haben Sie schon den Faktor der Geschwindigkeit, der durch die Digitalisierung hier sich wiederfindet. Und wenn man sich dann anschaut, welche Auswirkungen hat das auf die Werte? Ich hoffe, Sie können es sehen. Hier sehen Sie die Technologieriesen, wenn Sie so wollen, auf US-Ebene. Und hier den Wert in Milliarden. Apple mit etwas mehr als 600 Milliarden und die anderen hier gefolgt. Im Vergleich, jetzt in dem Fall Deutschland, Siemens zum Beispiel mit etwas mehr als 100 Milliarden. Also da sehen Sie, was hier auch durch die Digitalisierung, durch die Veränderungen im Zuge der Digitalisierung, hier bezogen auf Zeit und Werten entsteht. Und anhand von dem möchte ich jetzt beim Thema Innovation weiter in die Details schauen. Wir sehen also, unsere Welt bietet viele Möglichkeiten, ist herausfordernd durch die Komplexität. Wie schaut das fast und slow bezogen auf Innovation aus? Und ich möchte damit beginnen, in der Einleitung kam es auch schon, Innovation wird meistens wahrgenommen, muss besonders schnell sein. Also time to market im Business Speech. Ja, ganz wichtig. Die Innovation Leaders werden immer als die Beispiele und die Muster hervorgehoben. Die Innovation Followers meistens nicht so. Und dann sind wir natürlich alle immer begeistert von den disruptiven Innovationen im Vergleich auch zu den evolutionären. Ich möchte Ihnen die Dimension Zeit in Kontext mit Innovation folgendermaßen darstellen. Auf der einen Seite geht es natürlich um den Zeitpunkt und das sehen Sie hier. Aber dann ist natürlich auch wichtig die Geschwindigkeit und etwas, was meines Erachtens meistens nicht so viel Raum findet, der Rhythmus, die Frequenz in vielen Fällen. Und dazu gebe ich Ihnen ein paar Beispiele, bevor ich dann auf organisatorische Ebene und organisationale Ebene gehe. Eines der wahrscheinlich bekanntesten Beispiele zum Thema zu spät und zu langsam ist Leica. Leica, gerade der Teil analog, digital, Fotografie, Leica bitte als die Company, ja, Sie sehen es hier, die erste miniaturisierte Kamera, die erste Kamera, wo sich die Philosophie geändert hat, das können Sie hier an dem Bild erkennen, man hat den Moment festgehalten, das war Leica. Die erste Digitalkamera haben die 1975 gehabt und dann hat sich der Markt so entwickelt. Digital, hier in Blau, hellgrau, analog. Das heißt, man hat sich hier noch sehr stark auf analog konzentriert, während digital mit absolut disruptivem Potenzial sich so entwickelt hat. Entsprechend 2005 war Leica bankrott. Schlussendlich restrukturiert worden. Was sind die Gründe? Da gibt es eine Vielzahl von Arbeiten und etliches davon ist sicher in dem Rahmen auch schon viel diskutiert worden. Die Entwicklung ist ja durchaus gesehen worden. Sie haben es gesehen, die haben die erste Digitalkamera auch gebracht. Aber Entwicklung nicht rasch genug aufgegriffen, gedacht, es dauert alles noch viel länger, den Markt falsch eingeschätzt, nicht akzeptiert. Und schlussendlich nicht umgesetzt. Also in dem Fall sogar frühzeitig zwar gesehen, aber nicht entsprechend reagiert, nicht entsprechend umgesetzt. Also das ist zu spät und zu langsam in die Aktivität gekommen. Ähnliche Beispiele sehen Sie Kodak, auch heftig untersucht. Wer kennt Borders Bücher? Eigentlich auch sehr ähnlich. So, und bei der digitalen Disruption
ist der entscheidende Faktor, das habe ich Ihnen zuerst schon gezeigt, die Geschwindigkeit. Auch hier wieder anhand des Beispiels SMS, Milliarden User pro Tag, SMS von WhatsApp überholt. Und genauso natürlich Uber und etliche andere Beispiele. Also der Faktor Geschwindigkeit in dem Denkmodell, in dem wir meistens sind, zu langsam und zu spät. Hier ein Beispiel von uns, wo wir hoffen, dass wir rechtzeitig sind. Wir gehen davon aus, dass mit der Sensorik und mit der Digitalisierung das Interface meistens im Bereich Human-Machine-Interface, zum Beispiel Sprache, Gestik sein wird. Und entsprechend setzen wir auf Sensorik, die im Hinblick auf Spracherkennung, Gestik, manche mögen den Film erkennen von damals, hier Schwerpunkte setzt. Ich möchte aber jetzt auch Beispiele geben, wo man durchaus zu früh sein kann. Und das tut mindestens genauso weh. Wir haben sehr früh Sensorik entwickelt für Wearable Textiles, für intelligente Textilien. Kein Markt. Das war sicher 10 Jahre her. Heute finden Sie das in etlichen Bereichen. Oder ein Lab on a Chip, wo man Mikroelektronik für Analytik nutzen kann. Kein Markt. Also zu früh ist mindestens so unangenehm wie zu spät. Und auf dem Punkt muss man auch sehr achten, und das bringt mich zu dem Thema, der richtige Zeitpunkt ist es. Und Rhythmik, zum Beispiel Branchenzyklen, ist etwas, in der Mikroelektronik ist das sehr üblich. Alle 2, 3 Jahre gibt es eine größere oder kleinere Krise. Was machen Sie, wenn die auf einmal nicht da ist? Das hat Auswirkungen auf die Organisation. Also auch hier ist es ein Punkt, von dem ich meine, dass man ihn mit berücksichtigen muss und entsprechend die Beispiele. Nur schnell ist nicht immer gut. Und damit möchte ich auf den dritten Punkt kommen, die Veränderung mit dem strategischen Faktor Zeit. Also schlussendlich in diesem Umfeld, ich bleibe bei dem Schlagwort VUCA, geht es meistens darüber, eine vitale Organisation, ein vitales Unternehmen zu haben, ein Unternehmen, das mit scheinbaren Widersprüchen gut umgehen kann. Und die gilt es zu managen. Also zum Beispiel die Vielfalt, die Sie auf der einen Seite haben, versus der Klarheit, die Sie genauso brauchen. Oder die Co-Opetition, die Kooperation auf der einen Seite, den Wettbewerb, den Konflikt auf der anderen Seite. Die Stabilität, die Sie auf der einen Seite brauchen und die Veränderung auf der anderen Seite. Und natürlich das Nachdenken und gleichzeitig auch das Tun. Und entsprechend geht es um die zentralen Fragen. Wann natürlich tun Sie das alles, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchem Rhythmus? Woran erkennen Sie, dass welche Dimension jetzt wichtig ist? Mit welcher Grundhaltung tun Sie das? Welche Werte stehen da im Hintergrund und wie setzen Sie es in der Organisation um? Und all die Fragen sind relativ trivial, aber die Antworten sind nicht so trivial. Wir arbeiten in vielen Fällen, und ich halte das System für sehr geeignet, mit Kotters 2-Systemen-Ansatz. Auf der einen Seite, und Sie sehen es hier dargestellt, Sie kennen es wahrscheinlich bestens, die Hierarchie, und auf der anderen Seite, oder das etablierte System, und auf der anderen Seite das 2. System, mit dem Sie besser experimentieren können, das Neue ins System auch hineinbringen können. Gleichzeitig, wenn man von der Zeit und von den Fragen ausgeht, die ich Ihnen gezeigt habe, ist es natürlich wichtig, hier zu schauen, wie schaffen Sie es, die Veränderungen zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Geschwindigkeit, der Rhythmik hinzukriegen. Einerseits in der Hierarchie, aber andererseits auch im neuen System. Hier ist es noch viel anspruchsvoller, weil Sie ja große Räder bewegen. Wir arbeiten hier mit dem 5-Star-Modell, das im Prinzip auch nichts sehr Neues bringt. Sie sehen es hier dargestellt, das 5-Star-Modell ist ein sehr etabliertes System.
das sich aber über die Zeit auch weiterentwickelt hat und heute sehr stark auch verwendet wird, gerade von größeren Organisationen, dass hier die Interdependenz im Wesentlichen im Auge hat zwischen der Kultur, den Menschen, den Strukturen, den Prozessen und den entsprechenden Incentive-Systemen. Und das eingebettet zwischen der Strategie und den übergeordneten Zielen. Und damit möchte ich diesen Bogen mit den Blitzlichtern, die ich Ihnen gegeben habe, beschließen mit ein paar Schlussfolgerungen. Unsere Welt ist komplex und das Schlagwort VUCA, denke ich, trifft es auch sehr gut. Und es gilt einfach, damit umzugehen und die Fähigkeiten und Stärken zu entwickeln, die es dafür braucht. Die Meinung, dass wir Komplexität oder Unsicherheit verringern können, ist nur beschränkt, glaube ich, realitätskonform. Den richtigen Zeitpunkt zu erkennen und dem bewusst zu gestalten, das ist schon wirklich ein strategischer Faktor geworden. Und eine richtige Balance zu schaffen zwischen den verschiedenen Dimensionen, die ich Ihnen gezeigt habe. Ich glaube gleichzeitig aber auch, je mehr Unsicherheit es gibt, umso mehr braucht es klare Ziele und auch ganz klare Eckpunkte. Und ich meine auch, dass da ein klares Wertesystem sehr hilfreich ist. Bei der Innovation, schnell ist gut, aber schnell ist nicht alles und manchmal muss man auch langsamer sein und da auch die verschiedenen Dimensionen sich anschauen. Der richtige Zeitpunkt ist es auch beim Thema Innovation. Und dann, finde ich, ist auch der Punkt interessant der Intuition. Also Intuition ist ja durchaus etwas, was man nicht so leicht fassen kann. Ich habe es hier beschrieben als der geschulte Bauch. Aber in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass man ja nicht genau begründen kann, warum ist jetzt bei einem Thema der richtige Zeitpunkt. Aber in vielen Fragen empfiehlt es sich sehr, auf die Intuition zu hören und genau in der Kombination mit der Erfahrung, mit dem geschulten Bauch. Und moderne Organisationen, das glaube ich auch, brauchen tatsächlich beides, mitunter sogar gleichzeitig. Schnell und langsam. Geschwindigkeit und Langsamkeit. Und das ist fast ein No-Brainer, aber in unserer Zeit, so wie wir es heute immer haben, wenn Sie selber darüber nachdenken, dringend versus wichtig, meistens sind wir schon sehr getrieben von den dringenden Dingen. Und ich glaube, es ist schon immer wieder gut, sich daran zu erinnern, was ist jetzt wirklich wichtig. Was sind strategische Ziele und was sind Aktivitäten und wie unterscheide ich es und stelle sicher, dass für die wichtigen Dinge, die selten dringend sind, genug Zeit vorhanden ist. Und damit möchte ich den Bogen beschließen und freue mich auf die Diskussion. Guten Abend, mein Name ist Ben Greiner. Ich bin Professor for Empirical Business Research am Department. Ich bin seit 2 Jahren hier und wir haben das Institute for Markets and Strategy aufgebaut. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit strategischem Verhalten auf Märkten. Und Frau Dr. Herrlitschke hat ja schon einige Beispiele gebracht, wie schneller und langsamer Wandel passieren kann und was die Konsequenzen sein können. Ich möchte dem quasi noch eine Fallstudie hinzufügen, die uns in unserer Forschung zu Feedback-Systemen auf Online-Märkten, also in einer sehr schnellen Welt, untergekommen sind. Und lassen Sie mich noch mal kurz zurückkommen auf den Titel unserer Veranstaltung. Also unser Titel ist ja inspiriert durch das berühmte Buch von Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Und was Kahneman dort quasi vorstellt, ist die Dual-System-Theorie. Er sagt, es gibt im menschlichen Entscheidungsverhalten 2 Systeme, unter denen wir die Entscheidung treffen können. Das erste System ist quasi unsere Intuition. Das sind schnelle Entscheidungen. Bezogen auf Business-Entscheidungen könnten das Bold Moves sein, so schnelle, starke, signifikante Veränderungen. System 2 ist datenbasiert, das rationale System, unter dem wir Entscheidungen treffen können.
Und das wären hier in dem Bezug eventuell kleinere Schritte, sanfte, langsame Veränderungen. Nun, das können wir quasi auch auf diese auf Veränderungen in Märkten beziehen. Wo wir uns beschäftigt haben, sind Feedback-Systeme. Auf eBay, zumindest in dem alten System, nach jeder Transaktion konnten Verkäufer und Käufer sich gegenseitig Feedback geben. Und das konnte sowohl negativ, neutral oder positiv sein. Ja? Soweit, so gut. Was wir aber beobachten, interessanterweise, auf diesem Markt ist, dass je nach Kategorie und je nach Land wir zwischen 97% und 99% an positivem Feedback beobachten. Und das scheint erstens nicht der Realität zu entsprechen und zweitens ist da relativ wenig Information enthalten. Das heißt, Feedback auf eBay ist nicht sehr informativ. Die Frage ist nun, warum? Und ein Grund, der dahinter zu stecken scheint, ist, dass abgegebenes Feedback sofort veröffentlicht wird. Und stellen Sie sich vor, Sie sind Käufer und Sie geben ein negatives Feedback ab und der Verkäufer sieht das sofort. Was wird er machen? Er wird Ihnen sofort ein negatives Feedback zurückschießen. Und das ist das, was passiert. Es gibt Rache-Feedback, während wenn Sie ein positives Feedback abgeben, Sie zu 99% Wahrscheinlichkeit ein positives zurückbekommen. Und das führt natürlich dazu, dass Käufer, die eine negative Erfahrung haben, überhaupt gar nicht erst negatives Feedback abgeben wollen und dadurch nur positives Feedback auf der Plattform bleibt. Das ist ein Problem. Die Frage ist, wie geht man damit um? Ja. Ich habe Ihnen dazu nochmal eine Grafik mitgebracht, auf die ich sehr stolz bin, weil ich zeige die quasi jedem, den ich treffe. Ich erkläre Ihnen mal so, was wir machen ist, wir tragen quasi jetzt Transaktionen in diese schöne Grafik ein, und zwar das Timing der Transaktionen. Auf der X-Achse tragen wir ein, wann der Verkäufer Feedback gegeben hat, und auf der Y-Achse tragen wir ein, wann der Käufer Feedback gegeben hat. Das heißt, jeder Punkt, den wir eintragen unter der 45-Grad-Linie, heißt, dass der Verkäufer nach dem Käufer Feedback gegeben hat, während jeder Punkt, der über der 45-Grad-Linie liegt, heißt, dass der Käufer nach dem Verkäufer Feedback gegeben hat. Ja? Nun können wir das füllen, und wir füllen das jetzt mal mit 500.000 Transaktionen. Die grünen Transaktionen sind Transaktionen, wo beide sich positiv gegenseitig bewertet haben. Was wir sehen ist, dass über 70% dieser Transaktionen unter der 45-Grad-Linie liegen. Was heißt das? Dass in der Regel der Verkäufer wartet, bis der Käufer Feedback gegeben hat und dann entsprechend, wenn er ein positives bekommen hat, ein positives zurückbekommt. Die interessantesten Punkte sind aber die roten. Das sind die, wo beide negativ Feedback gegeben haben. Und wenn Sie sich das anschauen, dann liegen genau 85% der Beobachtungen liegen unterhalb. Das heißt, der Verkäufer hat als zweites gegeben, aber sie liegen genau unterhalb der 45-Grad-Linie. Was heißt das? Der Käufer hat Feedback gegeben und der Verkäufer hat sofort zurückgeschlagen. Es gibt sogar mittlerweile Software, die dem Verkäufer erlauben, genau das zu tun, sofort, sobald er negatives Feedback bekommt. Das ist ein Problem. Die blauen Punkte sind auch ganz interessant, weil die sind die Punkte, wo nur der Käufer negatives Feedback gegeben hat, während der Verkäufer positives Feedback gegeben hat. Das heißt, hier hat der Verkäufer in der Regel zuerst Feedback gegeben und dann war der Käufer frei, seine echte Meinung kundzutun und hatte keine Angst mehr davon, ein Rache-Feedback zurückzubekommen. Die Frage ist nun, wie verhindert man das? Wie ändert man den Markt, wie ändert man die Marktregeln? Was sollte eBay tun, um dieses Verhalten zu verhindern? Nun, wenn Sie ein bisschen drüber nachdenken, dann können Ihnen gleich mehrere Bold Moves einfallen. Ein Bold Move wäre, warum gibt der Verkäufer dem Käufer überhaupt Feedback? Warum haben wir nicht einfach den Käufer, der dem Verkäufer Feedback gibt, und wir haben das Problem gelöst? Eine andere Variante, die einige Online-Märkte auch anwenden, ist blindes Feedback. Warum veröffentlichen wir Feedback sofort? Warum warten wir nicht, bis beide Feedback gegeben haben und erst dann machen wir das auf dem Markt? Nun, das wären quasi intuitive Entscheidungen. Sie können natürlich auch ein bisschen Forschung betreiben. Sie können auch erstmal langsam sich das Problem anschauen. Sie können sich andere Plattformen anschauen, was da passiert, Daten analysieren. Sie können Experimente machen und verschiedene Feedbacksysteme ausprobieren. Sie können Surveys mit Kunden machen und erstmal herausfinden, wie die hypothetisch reagieren würden, wenn sie die Regeln ändern. Und eBay in diesem Fall ist erstmal mit System 2 gegangen. Das war ganz nett, weil sie uns dafür natürlich angeheuert haben. Und es gab eine sehr lange Vorbereitungsphase. Wir haben viele Kundenservice gemacht mit eBay-Usern. Wir haben hypothetisch gefragt, wie würden sie ihr Verhalten ändern, wenn wir die Regeln ändern. Wir haben viele Tests im Labor laufen lassen, wo wir einfach mal Feedback-Systeme simuliert und ausprobiert haben. Und dann wurde es auch in einigen kleinen Märkten ausprobiert. Im Endeffekt war die Änderung eine sehr subtile, sehr kleine Änderung. Was haben sie gemacht?
Sie haben quasi eingeführt, was Sie Detail Accelerating nannten, das war 2007. Sie sehen hier noch das konventionelle Feedback, das alte Feedback, das heißt, man konnte einfach positiv, neutral oder negativ den anderen bewerten. Und dieses Feedback war public, das heißt, es wurde sofort auf der Plattform veröffentlicht. Was Sie hinzugefügt haben, sind diese Detail Accelerating, Sie haben so diese vier Skalen und auf jeder Skala konnten die Käufer, den Verkäufern und nur die Käufer bis von zwischen 1 und 5 Sterne geben. Und diese konnten nicht vom Verkäufer direkt gesehen werden. Das heißt, der Verkäufer hat nur Durchschnitte gesehen, aber keine individuellen Feedbacks. Die Frage ist jetzt, hat das was verbessert? Das ist eine kleine Änderung. Und wir denken, ja, klar, wir haben es ja empfohlen. Wenn Sie sich das anschauen, das sind die Verteilung der Feedback-Scores auf eBay. Die grüne und die roten Bars zeigen die Verteilung des konventionellen Teils des Feedbacks, also vor und nach der Änderung. Und wir sehen, dass es sehr rechtslastig ist. Das heißt, die meisten haben hier 100% Feedback oder nahe an 100% positiven Feedback. Und es gibt relativ wenige, die weniger haben. Wenn Sie sich aber die blaue Verteilung anschauen, das sind diese neuen Detail Accelerating-Ratings, sehen Sie, dass sie immer noch sehr positiv sind, aber negativer als das vorherige Feedback und auch besser verteilt. Die bessere Verteilung bedeutet, dass da mehr Informationen drin ist. Und das sieht sogar sehr ähnlich dem Amazon-Feedback aus. Also auf Amazon gibt es nur einseitiges Feedback und die Verteilung sieht sogar sehr ähnlich aus. Das heißt, die kleine Änderung hat zumindest zu mehr Informationen gebracht und wir haben auch etwas Evidenz, dass es den Markt verbessert hat und zu mehr Vertrauen und zu mehr Vertrauenswürdigkeit geführt hat. Nun, das war die langsame Änderung, die kleine, subtile, nach viel Datenanalyse. Nun, 2008 hat eBay einen neuen CEO bekommen. Mac Whitman wurde abgelöst von John Donahue. Und der neue CEO kam rein und hat gesagt, wir müssen was Großes ändern, wir müssen was für die Käufer tun, wir müssen wirklich jetzt was ändern. Das ist System 1, ne? Lasst uns was ändern. Was haben sie gemacht? Sie kamen auf eine glorreiche Idee. Sie haben den Verkäufern jetzt verboten, negatives Feedback zu geben. Das heißt, Verkäufer können nur noch positives Feedback geben, aber kein negatives mehr. Und das ist bis heute so. Ja? Sie haben auch ein paar andere Änderungen gleichzeitig eingeführt. Nun, wenn Sie sich angucken, das führt zu strategisch anderem Verhalten der Verkäufer. Das heißt, Verkäufer haben jetzt andere strategische Anreize. Insbesondere haben Verkäufer keinen Anreiz mehr zu warten, weil sie können ja nicht quasi bestrafen. Und was wir sehen ist, wenn Sie sich die Timestrains angucken, vorher haben immer weniger Verkäufer zuerst ihr Feedback abgegeben bis zu der Änderung. Das heißt, sie haben immer öfter gewartet. Nach der Änderung fing es plötzlich an, dass sie als Erste selber abgegeben haben, weil sie durch ein positives Feedback ein positives anderes Feedback zurückbekommen wollten. Was wir aber auch sehen bei den Käufern, ist, dass Käufer immer weniger Feedback abgeben, weil sie weniger Anreize haben, weil es weniger Reziprozität gibt. Das heißt, es gibt weniger Gründe für Käufer, überhaupt Feedback zu geben. Das heißt, auch wenn es eine kleine Änderung war, auch wenn es nur eine Änderung im Feedback-System war, kann das schon große Änderungen wiederum auf dem Markt haben. Das größte Problem jedoch war der bis heute bestehende Unmut bei Verkäufern über, dass sie kein Mittel mehr haben, Käufer zu disziplinieren. Es gibt sogar Stories, dass Käufer das Produkt sehr toll fanden und dem Verkäufer eine E-Mail schicken und sagen, schick mir noch eins, sonst gebe ich dir negatives Feedback. Und was macht der Verkäufer dann? Er gibt ihm noch eins. Ne? Das passiert. Es ist sogar so weit gegangen, dass einige der Änderungen im Feedback-System, die sehr intuitiv waren, innerhalb eines halben Jahres wieder zurückgenommen wurden, weil halt der Markt sich in die falsche Richtung bewegt, weil sich halt neue Gleichgewichte einstellen. Und die Langfristeffekte sind schwer abzuschätzen, es ist schwer dazu Daten zu bekommen, aber es kann sogar sein, dass sich das auswirkt auf den gesamten Markt, dadurch, dass sich die Zusammensetzung der Verkäufer ändert durch verschiedene Feedback-Systeme, sehen wir vielleicht auch jetzt viel weniger Auktionen. Also wir sehen, dass es einen Niedergang der Auktionen auf eBay gibt. Es gibt weniger Auktionen. Das verschwindet quasi vom Markt und das war vorher ein Charakteristikum von eBay. Das war also eine intuitive Sache. Lassen Sie mich zusammenfassen. Erstens, in Online-Märkten gibt es sehr fein austarierte Disziplinierungsmechanismen von Bestrafung und Gegenbestrafung. Und wenn Sie Sachen ändern, selbst wenn Sie kleine Details ändern, können Sie sehr schnell die gesamte Balance stören. Sie können sehr schnell in ein anderes Gleichgewicht kommen. Das heißt, selbst in Online-Märkten, in dieser schnellen Welt, sind schnelle und bolde quasi Änderungen nicht immer erfolgreich. Und ich wäre ein schlechter Professor, wenn ich das nicht sagen würde. Ausführliche, theoriebasierte, wissenschaftlich fundierte, empirische und sehr, sehr langsame Analyse kann helfen und kann sogar zu Erfolgen führen, selbst
in der Online-Welt. Dankeschön. Guten Abend, mein Name ist Patricia Klaner. Ich baue seit knapp einem Jahr das neu gegründete Institut für Organization Design auf und ich möchte Ihnen in den folgenden 10 Minuten einen kurzen Einblick in unsere Forschung zum strategischen Wandel am Institut geben. Ich denke, Sie alle, ob nun Unternehmensvertreter oder Studierende, spüren diesen steigenden Druck zu permanenter Veränderung in Ihrem Alltag. Wir haben uns daher in der Forschung, in einer spezifischen Studie mit der Frage beschäftigt, wie Unternehmen mit diesem Druck zu permanenter Veränderung umgehen. Dabei hat uns insbesondere interessiert, wie sie wiederholte Veränderungen anstoßen und zeitlich managen. Dabei haben wir in einer Langzeitstudie unter europäischen Versicherungsunternehmen herausgefunden, dass sich diese Unternehmen in primär 4 zentralen wandelnden Rhythmen verändern. Und ich bin sehr begeistert, dass Frau Herrlichka schon diesen Term Rhythmus heute erwähnt hat. Und ich stimme Ihnen absolut überein, dass es dieser Gedanke und dieses Konzept des Rhythmus viel zu wenig eigentlich in der Unternehmenspraxis verankert ist. Da gibt es Unternehmen, die sehr lange Stabilitätsphasen durchlaufen, bevor sie sich punktuell verändern. Diese Unternehmen passen sich im Grunde langsam an ihr Umfeld an. Aber sie tragen auch ein hohes Risiko für organisationale Trägheit. Warum? Weil sie sich viel zu lange auf dem Erfolg der Vergangenheit ausruhen. Das genau konträre Muster sind Unternehmen, die lange Phasen von Veränderungen durchlaufen, über mehrere Jahre hinweg, bevor sie eine Pause einlegen. Diese Unternehmen wollen sich primär schnell verändern. Aber sie tragen ein hohes Risiko für sogenannten Overload oder organisationale Überfrachtung. Mitarbeiter in diesen Unternehmen haben uns oft erzählt, dass sie keine klare strategische Stoßrichtung für das Unternehmen mehr identifizieren konnten, dass sich Teams, Vorgesetzte, Arbeitsinhalte permanent verändert haben. Und was am schlimmsten ist, dass neue Veränderungen angestoßen wurden, bevor vergangene überhaupt fertig implementiert waren. Ein klassisches Phänomen der Überfrachtung. Die dritte Kategorie von Unternehmen verändern sich in relativ unregelmäßigem Ausmaß. Diese Unternehmen durchlaufen sehr lange Stabilitätsphasen, gefolgt von langen Veränderungsphasen. Diese Unternehmen kombinieren damit im Grunde die Nachteile der ersten beiden Wandelrhythmen. Und als vierte und letzte Kategorie haben wir Unternehmen identifiziert, die sich sehr ausgewogen regulär verändern. Diese Unternehmen haben kürzere Wandelphasen gefolgt von kürzeren Stabilitätsphasen. Diese Unternehmen verändern sich damit nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Interessanterweise zeigt sich, wenn wir uns das Unternehmensergebnis dieser 4 Typen von Wandel mal anschauen, dass lediglich die Unternehmen, die sich in regulärem Ausmaß verändern, ein signifikant positives Unternehmensergebnis aufweisen. Nun können Sie sagen, das mag ein Phänomen sein, das spezifisch für europäische Versicherer ist. Wir haben uns in der Folge zu dieser Studie zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen angeschaut und diese qualitativ analysiert. Ich habe Ihnen dazu einige Beispiele mal exemplarisch mitgebracht, möchte jetzt aus Zeitgründen, weil ich zwischen Ihnen und dem Empfang stehe, gar nicht auf die Details dieser Unternehmen und ihrer Wandelrhythmen eingehen. Aber die Folie soll Ihnen visualisieren, dass auch Unternehmen der Automobil-, der Nahrungsmittel- und der Consumer Electronics Branche die Vorteile regulären Wandels genießen können. Unternehmen in diesen Branchen, die sich in regulärem, ausgewogenen Maße verändert haben, nehmen Spitzenplätze in Industrierankings ein. Wie können Sie für die Unternehmensvertreter unter Ihnen heute Abend nun die Vorteile regulären Wandels in Ihren Unternehmen erreichen? Dazu möchte ich Ihnen ein paar kurze Einblicke in das Unternehmen Nestlé geben. Nestlé hat unter dem damaligen Konzernchef Peter Brabeck im Jahr 2000 angekündigt, dass es sich von einem traditionellen Nahrungsmittelkonzern strategisch transformieren möchte, hin zu einem Unternehmen, das auf Ernährung, Gesundheit und Wellness
fokussiert ist. Der Vorstand hat dem Unternehmen dabei bewusst Zeit gegeben, diese große strategische Transformation umzusetzen. So wurden beispielsweise nach Akquisitionsphasen bewusst Stabilitätsphasen oder Pausen eingelegt, um akquirierte Einheiten zu integrieren, zugekaufte Fähigkeiten im Unternehmen auch zu nutzen und Talente an das Unternehmen zu binden. Intern organisch hat das Unternehmen mit der Entwicklung von sogenannten markengeschützten Zusatzstoffen begonnen, die es ihm erlaubten, Produkte mit Zusatznutzen zu entwickeln. Diese Produkte gehörten mit mehr als 20% Umsatzwachstum sehr schnell zum am stärksten wachsenden Produktsortiment des Unternehmens. Zusätzlich wurden eigene Forschungsinstitute aufgebaut zur Entwicklung von personalisierten Gesundheitsprodukten. Das Unternehmen hat auch in Zeiten wirtschaftlicher Schwächephasen gezielt und kontinuierlich weiter in Forschung, Entwicklung und Marketing investiert, um dieses organische Wachstum weiter zu unterstützen. Und nicht mehr zum neuen Kerngeschäft gehörende Bereiche wie der Augenspezialist Alcon wurden schließlich verkauft. Damit hat der Vorstand bei Nestlé bewusst darauf verzichtet, in kurzer Zeit sich exzessiv zu verändern, um diese strategische Transformation umzusetzen. Stattdessen wurde sich ausreichend Zeit genommen, neue Fähigkeiten aufzukaufen, aber auch intern zu entwickeln. Und ganz wichtig, es wurde kontinuierlich darauf geachtet, dass auch die Effizienzziele im operativen Geschäft eingehalten wurden. Beim Unternehmensvorstand setzt Nestlé ganz klar auf Kontinuität. So hatten beispielsweise die letzten 3 Konzernchefs rund 30 Jahre Unternehmenserfahrung, bevor sie in den Vorstand berufen wurden. Dazu gehörte auch Paul Balk, der im Jahr 2008 auf Brabeck folgte und über Jahre hinweg das Unternehmen kennengelernt hatte und als interner Nachfolgekandidat aufgebaut worden war. Brabeck selber wurde schließlich zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Wir würden sagen, er wurde Aufsichtsratsvorsitzender, um weiter diese neue strategische Ausrichtung mitgestalten zu können. Jetzt kann man sagen, Kontinuität steht im Grunde auch für Stabilität und Trägheitstendenzen. Und genau um dem entgegenzuwirken, setzt Nestlé auch auf Diversität bei seinen Mitarbeitern. Das heißt, Mitarbeiter müssen im Laufe ihrer Karriere bei Nestlé die unterschiedlichsten internationalen Standorte durchlaufen, breite internationale Erfahrung sammeln. Zusätzlich rekrutiert das Unternehmen Mitarbeiter aus den aufstrebenden Absatzmärkten der Zukunft. Diese Mitarbeiter verstehen Kundenbedürfnisse sehr gut und lassen sie das Wissen in interne Entscheidungsprozesse gezielt einfließen. Und so forciert Nestlé kontinuierlich eine Kultur des Hinterfragens und des Lernens. Mitarbeiter bleiben offen für Neues und dies wirkt diesen Tendenzen zur Trägheit entgegen. Wenn Sie etwas mitnehmen möchten aus meinem Vortrag, würde ich mir wünschen, dass Sie in Ihren eigenen Unternehmen kontinuierlich Wandelprogramme monitoren. Und ich spreche spezifisch nicht von Wandelaktivitäten, sondern von Wandelprogrammen. Diese ganzen Sequenzen von Veränderungen, die in Unternehmen tagtäglich initiiert werden. Und dabei muss man insbesondere auch die Geschwindigkeit von Veränderungen im Auge haben. Denn die Forschung hat uns gezeigt, dass exzessive Veränderung, aber auch exzessive Stabilität mit erheblichen Nachteilen von Unternehmen verbunden sind. Das Konzept des Wandelrhythmuses kann dabei gezielt dazu dienen, Wandelhistorien, Wandelabläufe, Programme zu analysieren und deren Auswirkungen besser zu verstehen. So arbeiten wir am Institut für Organization Design gezielt mit Unternehmenspartnern zusammen und analysieren ihre Wandelhistorie. Sie können sich selber mal diese Übung durchziehen und überlegen, wie sie sich in den letzten Jahren in ihrem Unternehmen verändert haben, wie schnell Veränderungen eingeleitet und umgesetzt worden sind und wann sie sogenannte Tipping Points erreicht haben, wo sie die Grenze zu organisationaler Überfrachtung passiert haben. Wir helfen Unternehmen am Institut, solche Tipping Points nicht nur zu identifizieren, sondern zukünftig anhand von Indikatoren auch zu vermeiden und sich damit ausgewogener zu verändern. Lassen Sie mich abschließend noch ein paar Managementpraktiken darstellen, die wir in Unternehmen identifiziert haben, die sich erfolgreich regulär verändert haben. Und damit meinen wir Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen.
Was diese Unternehmen ausmacht, und das ist was, was Frau Herrlitschke auch schon angesprochen hat, sie haben diese langfristige strategische Zielsetzung und Planung. Und sie takten Wandel im Einklang mit dieser langfristigen Planung. Oftmals setzen diese Unternehmen ganz klar auf organisches Wachstum im Kerngeschäft, komplementieren das durch externes Wachstum. Der strategische Wandel erfolgt in diesen Unternehmen stets im Einklang mit den vorhandenen organisationalen Ressourcen. Das heißt, die Organisation wird nicht überfrachtet durch zu viel Veränderung in kurzer Zeit. Diese Unternehmen setzen auch, wie im Beispiel Nestlé kurz skizziert, auf eine kontinuierliche Mitarbeiterentwicklung. Sie forcieren eine Kultur des Lernens und der Diversität. Das könnte in ihren eigenen Unternehmen bedeuten, dass sie interne Job-Rotation-Programme aufbauen und nutzen und Teams divers so zusammensetzen, dass die Vorteile von Diversität zum Tragen kommen. Mitarbeiter im Diskurs sich gegenseitig hinterfragen und ihr Wissen in die Entscheidungsprozesse mit einfließen lassen. Unternehmen, die börsennotiert sind und sich regulär erfolgreich verändern, haben sich ganz gezielt langfristig orientierte Investoren ins Boot geholt. Diese Investoren setzen auf nachhaltige Wertschöpfung und helfen Unternehmen dabei, auch den externen Druck zu kurzfristiger Veränderung oftmals standzuhalten. Damit sind das Investoren, die Unternehmen unterstützen, ihre langfristigen strategischen Ziele zu implementieren. Damit komme ich auch schon zum Ende meines Kurzvortrags, bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun auch auf die anschließende Diskussion. Ja, herzlichen Dank den drei wirklich tollen Vorträgen. Ich hoffe, Sie sind so inspiriert wie ich. Und angesichts der Zeit, und auch ich stehe jetzt zwischen unseren Fragen und dem Buffet, möchte ich doch gerne nochmals danken, aber dann wirklich in die Runde fragen hier ins Publikum. Gibt es Fragen und Anmerkungen von Ihrer Seite? Ich glaube, wir haben drei sehr inspirierende Vorträge gehört, die wirklich dieses Thema von sehr unterschiedlichen Seiten, aber doch am Ende übereinstimmend betrachtet haben. Freue mich sehr. Sich kurz vorstellen. Ja, besten Dank. Mein Name ist Michael Mergenbaum. Ich beschäftige mich mit der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Ich würde Ihnen gerne, Frau Dr. Herrlich, eine Frage stellen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf Ihrer letzten Folie sagten Sie, es gilt darum, in der VUCA-Welt die richtigen Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln. Meine Frage wäre, was sind die aus Ihrer Sicht? Und wenn Sie die benennen können, wie entwickeln Sie die in Ihrem Unternehmen? Was tun Sie als CEO, dass das, was Sie für richtig als Kernfähigkeit erachten, dass das in der Organisation Platz greift? Danke sehr. Genau, vielen Dank. Die einfachste Frage zu Beginn, gell? Ich glaube, bezüglich der Fähigkeiten, Sie erinnern sich an dieses Diagramm, an dieses Spinnendiagramm. Klarheit versus Komplexität, Tun versus Reflektieren, die verschiedenen Dimensionen, die ich hier gezeigt habe, das Herausfordernde und das Spannende ist, genau die Sensibilität für die verschiedenen Dimensionen zu stärken, zu wissen, dass es auch in einem Industrieunternehmen nicht nur um die eine Fähigkeit jetzt geht und morgen ist es vielleicht die andere und den nächsten Tag ist es wieder eine andere, sondern heutzutage geht es meistens darum, die verschiedenen Dimensionen, die ich abgebildet habe in dem Diagramm, sozusagen drauf zu haben und viel mehr zu wissen und einschätzen zu können, wann brauche ich was genau. Also der richtige Zeitpunkt hier. Also ich kann Ihre Frage nicht ganz einfach beantworten, weil die Antwort einfach nicht einfach ist. Und das macht es aber dann umgekehrt auch so spannend, wenn man überlegt, wie müssen denn dann Aus- und Weiterbildungsprogramme aussehen. Ja? So, und da geht es meistens darum, die Leute
in die verschiedenen Situationen zu bringen. Also wir machen heute natürlich klassische Ausbildungen noch, aber es ist viel mehr in unterschiedlichen Anwendungsfällen, unterschiedlichen Gruppen und Teams, die Leute in die Situation zu bringen und dazu beizutragen, dass die Fragen gestellt werden und man dann gemeinsam zu den Antworten kommt. Also Training on the Job, könnte man sagen. Ja, genau, genau. Aber in einem Umfeld, wo dann auch jemand zur Verfügung steht, der genau die Reflexion auch führen kann. Gut, andere Fragen. Hier vorne bitte. Mikro kommt von Ihnen. Ja, mein Name ist Annemarie Schallhardt. Auch eine Frage an Sie, Frau Herrlitschka. Sie haben das vorgestellt, diese zwei Organisationsformen, also die alte, die Linie, die hierarchische und daneben dieses Netzwerk oder diese neue Organisationsform. Und meine Frage ist, wie Sie das parallel gestalten. Ja, ob Sie das wirklich übereinander legen oder ob Sie das verschiedene Unternehmensteile legen und so weiter. Und dann noch in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit spielt in diesem Zusammenhang oder in den verschiedenen Organisationsformen Selbstorganisation eine große Rolle und auch sinnorientiertes oder wertorientiertes Führen? Der erste Punkt ist, das ist nicht das eine System oder das andere, sondern es sind eben beide. Ja, und beide parallel. Geht ja zurück auf John Cotter, die Kraft der zwei Systeme. Und die Frage ist dabei immer, wie kann man Veränderungen herbeiführen? Wissend, dass die eine typischerweise hierarchische Organisationsform, man braucht die Hierarchie. Die Hierarchie entlastet einen von der Routine. Und auf der anderen Seite ist immer die Frage, wie kommt das Neue in die Organisation? Und das ist typischerweise sehr schwierig, über eine hierarchische Struktur reinzugehen, sondern hier hat man sehr häufig die Erfahrung gemacht, mit anderen Ansätzen, die nicht gleich jetzt in der Hierarchie sich bewähren müssen, sondern die zum Beispiel eher projekthaft angesetzt sind oder die zum Beispiel bei uns sind das Innovation Communities, eigene Organisationsformen, die stark auf Selbstorganisation beruhen, die damit entlastet sind von den Erfordernissen der Hierarchie und gleichzeitig damit mehr Raum haben, um auszuprobieren, neue Konzepte zu entwickeln und dann je nach den Ergebnissen in die sozusagen Mainstream und breite Organisation hineinspielen können. Und der Punkt ist mir wirklich wichtig. Es sind beide Systeme, haben ihren Wert und der Mehrwert entsteht dadurch, dass man beide gut kombinieren kann. Kennen Sie das System der Soziokratie? Weil dort werden auch zwei Systeme übereinander gelegt. Also es ist ein bisschen anders wie das, was Sie jetzt geschildert haben. Nicht so stark auf Innovation jetzt fokussiert, sondern auf das Kerngeschäft fokussiert im Endeffekt. Und bei uns ist es eben sehr stark auch getrieben von den unterschiedlichen Märkten. Wir sind stark im Automotive-Bereich tätig, da arbeiten sie mit langen Zyklen. Da muss man lang planen, da braucht es viel Verlässlichkeit, da gibt es die strikten Audits, Zero Defect, ja, da braucht es 100% Verlässlichkeit. Wenn Sie einen Airbag, eine Airbag-Steuerung haben, bei einem Unfall wollen Sie sich darauf verlassen, dass der aufgeht, ja. Da ist die Innovation schon sehr anders, als wenn Sie im kurzgetakteten Industriemarkt, zum Beispiel bei Handys, sind. Und das wirkt sich dann schon auch aus auf die Organisationsformen, wie die hier zusammenspielen. Das heißt, bei Ihnen sind die verschiedenen Bereiche da auch unterschiedlich, wenn man diese parallele Struktur sieht, ist die in der einen Branche stärker vorhanden, die neue und in der anderen weniger oder so? Wir haben sie wir sind nach Divisionen aufgestellt und die Divisionen ticken schon immer ein bisschen unterschiedlich, je nach dem Markt, aber die Elemente haben wir quer drüber, horizontal drüber und auch in den einzelnen Divisionen. Dankeschön. Danke. Dorian Strome, mein Name, Student. Ich habe eine Frage an die Frau Professor Klaner. Nämlich, Sie haben ja über den Zyklus geredet von Unternehmen, also den Ruhezyklus und den Veränderungszyklus. Inwiefern spielt da die Größe eines Unternehmens eine Rolle? Ich nehme einfach mal an, dass ein kleines Unternehmen das wesentlich schneller machen können wird als Multinational Companies zum Beispiel.
Ja, sehr gute Frage. Also wir haben uns in der Forschung primär natürlich die großen börsennotierten Unternehmen angeschaut. Aber was Sie sicherlich in der Agilitätsforschung sehen, dass kleinere Unternehmen sich in kürzeren Zyklen optimal verändern können, weil die Entscheidungswege kürzer sind, weil auch Innovation oftmals schneller vonstatten geht. Ist ein sehr guter Punkt, nur wie gesagt, diese Studie und die darauffolgende Analyse, die wir durchgeführt haben, konzentrierte sich primär auf die großen Unternehmen, die eigentlich oft, wie Sie es richtig erwähnt haben, verschrien sind, dass sie zu langsam sich anpassen. Und nein, ganz im Gegenteil, es gibt dort Unternehmen, die sich langfristig überlegen, wie verändern wir uns, wie takten wir das richtig, um nicht den Puls der Zeit zu verpassen, aber auch nicht die Organisation zu überfrachten. Schönen Abend, Robert Kremitschke von ETKANI. Ebenfalls eine Frage an Sie, Frau Professor Klarner. Sie sprechen und haben das sehr deutlich gemacht über eine Typologie des Wandelns der verschiedenen Unternehmen. Um den Diskurs vielleicht etwas zu vertiefen, ich behaupte, es gibt kein Unternehmen, sondern es gibt Unternehmensleiter, es gibt Manager, wie zum Beispiel die Frau Herrlitschke, aber es gibt auch einen Aufsichtsrat, es gibt auch Eigentümer. Und insofern die Frage, haben Sie sich damit eigentlich auch beschäftigt? Denn ich glaube, Unternehmen per se gibt es nicht, sondern es gibt immer nur die Menschen, die diese Unternehmen führen und in diesen Unternehmen arbeiten, aber auch die Eigentümer, die mitunter sehr, sehr unzufrieden sind, sehr, sehr ungeduldig sind, die einen Return on Investment haben wollen, und die berühmten Heuschrecken, die drücken ganz schön auf den Wandel, egal ob das Unternehmen jetzt will oder nicht oder ihrer Studie folgt. Absolut. Herzlichen Dank auch für die Frage. Das ist mit Sicherheit eine Thematik, mit der wir uns auch im Institut aktuell auch mit meinem Team näher auseinandersetzen. Und ich wollte Sie als Publikum heute nicht überfrachten mit dieser zusätzlichen Thematik. Wie können wir eigentlich diesen Druck auch zu kurzfristigen Veränderungen ein bisschen umgehen und zu kurzfristigen Resultaten? In der Tat, hinter diesen Unternehmen stehen Manager, mit denen wir auch viel gesprochen haben, die gerade diese langfristige strategische Orientierung, von der ich gesprochen habe, ganz bewusst mitgetrieben haben. Das Beispiel Nestlé, können Sie sagen, ist ein atypisches Beispiel. Warum? Weil es im Schweizer Kontext abläuft, weil dort keine Cooling-Off-Periode herrscht. Das heißt, ein ehemaliger CEO kann direkt in den Verwaltungs- oder Aufsichtsrat wechseln und so eine langfristige strategische Ausrichtung mitgestalten. Das ist ein großer Vorteil des Schweizer Corporate Governance-Systems. In der Tat sehen wir in diesen Unternehmen auch, um so eine langfristige strategische Ausrichtung zu implementieren, brauchen sie natürlich lange Vorstandszyklen. Top-Manager brauchen Zeit, auch diese Vision umzusetzen. Und wie in Bezug auf die Frage, wie können wir mit diesem Druck zu kurzfristigen Resultaten wirklich umgehen, wir sprechen da eher von einer Balance, also die kurz- und die langfristigen Ziele in Einklang zu bringen. In der Organisation ist zentral aktuell bei uns ein Projekt, Sie haben es vielleicht in meinem letzten Slide bemerkt, dass ich es kurz skizziert habe, die Unternehmen, die sich ausgewogen verändern, haben es in der Tat geschafft, sich diese langfristigen orientierten Investoren ins Boot zu holen. Es ist ein Mechanismus zu sagen, wir entlasten uns ein bisschen von diesem Druck zu kurzfristigen Resultaten. Ein Stellhebel, wir arbeiten an sehr vielen anderen, und wenn Sie Interesse haben, kommen Sie gerne auf mich zu, um die Diskussion zu vertiefen. Dankeschön. Noch weitere Fragen? Da sehe ich noch eine. Schönen guten Abend, Felix Malik ist mein Name. Wir hatten gerade eben schon ganz kurz über den Faktor Mensch geredet, Management und Manager. Im Zeitalter der Globalisierung und auch der Digitalisierung, wo zum Teil die Entscheidungsträger unserer Zeit einfach mit einem Überfluss an Daten überhäuft werden, wie genau sieht Ihrer Meinung nach der Manager der Zukunft aus? Also wir hatten in den Vorträgen von Frau Dr. Herrlitschke und von Frau Professor Klarner schon kurz darüber gesprochen, also im Beispiel von Nestlé zum Beispiel, Industrieveteranen selbst direkt in den Vorstand zu holen, ist eine der Varianten. Wie sieht es aber aus mit der jungen Dynamik, die aktuell von der neuen Generation gebracht wird, die vielleicht auch einfach tech-savvy sind und die vielleicht mit großen Datenmengen einfach auch anders umgehen können? Ja, wunderbar. Ich hatte mich eigentlich schon auf den Wein gefreut, aber... Also aus meiner Sicht ist der Manager der Zukunft analytisch. Das heißt, er lernt Daten
Und wir versuchen das umzusetzen, indem wir jetzt auch versuchen, die Studenten dementsprechend auszubilden und ihnen wirklich Datenanalyse beizubringen und zu beizubringen, wie man Daten lesen kann, die zukünftigen Manager quasi vorzubereiten, auch Reporte lesen zu können und was immer ihnen ihre Datenleute vorzeigen, auch zu verstehen. Also ich glaube, da ist sehr viel Nachholbedarf. Es geht nicht nur ums Managen und um Chef zu sein und es ist nicht jeder gleich Geschäftsführer, sondern man muss auch erstmal die Daten verstehen und das auch logisch durchdenken. Aber es gibt bestimmt noch mehr Meinungen. Ja, ich glaube, gerade in einer Zeit, wo Daten so wichtig sind, wo man mit künstlicher Intelligenz ja sehr viel noch an Material zusätzlich dazu bekommen, glaube ich, ist genau auch Management im eigentlichen Sinn etwas Wichtiges, aber noch wichtiger meines Erachtens, und das wird Sie nicht überraschen, Führung im Sinn nicht nur einfach Hierarchie, sondern Führung im Sinn Visionen und Ziele gemeinsam entwickeln. Und damit meine ich nicht die Führungspersönlichkeit, wie sie vielleicht früher oder manchmal verstanden wird, so die große charismatische Person, sondern diejenige Person, die in der Lage ist, Prozesse zu orchestrieren, die dazu führen, dass man eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Ziel hat. Und das in diesem stärker teamorientierten Ansatz auch umsetzen kann. Aber ich persönlich sehe meine Rolle und auch die unserer Führungskräfte ganz stark darin, nicht nur unter Anführungszeichen zu managen und sicherzustellen, dass umgesetzt wird, das ist wichtig. Aber je unsicherer, je beweglicher unser Umfeld ist, umso wichtiger ist es meines Erachtens, dass man klare Ziele, klare Visionen und auch ein Werteset im Hintergrund hat, das auch Orientierung gibt. Und da sehe ich ganz massiv die Rolle auch der jetzigen und auch der zukünftigen Menschen, die da in eine Führungsrolle und in eine Managementrolle gehen. Noch kurz ergänzend, weil heute das Thema auch strategische Veränderung oder Veränderung in Organisationen ist, was ich meinen Studierenden immer versuche mit auf den Weg zu geben, ist, dass sie breites Change-Wissen und breite Change-Expertise akkumulieren sollen. Wir haben heute viel darüber gesprochen, welche Arten von Veränderungen es gibt und dass diese Veränderungen immer schneller eigentlich auftreten. Und die Manager der Zukunft sollten mit Sicherheit agil sein, aber wie können sie agil sein, wenn sie Change nicht selbst schon gelebt und durchlebt haben? Also da auch mein Rat an Sie, möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen zu machen in Veränderungen, in Organisationen. Da lernen Sie auch die Managementkomponente, aber mit Sicherheit die Führungskomponente. Es ist was anderes, wenn Sie ein Unternehmen auf Wachstumskurs trimmen müssen oder ein Unternehmen restrukturieren müssen und trotzdem die Mitarbeiter weiter mit an Bord halten müssen und motivieren müssen. Also da wirklich diese Change-Kompetenz, die sehr breit aufgestellt sollte, das ist mit Sicherheit was, wo Sie in Zukunft auch mitpunkten. Ich glaube, wir dürfen dies als Schlussworte mal aufnehmen. Ich danke sehr herzlich für die Fragen und darf ganz kurz übergeben an den Einladenden nun. Oh, ich habe nur noch die schöne Pflicht oder schöne Aufgabe, alle zum Buffet einzuladen. Natürlich muss ich mich dabei bei unseren Sponsoren des Center of Excellence bedanken, vor allem natürlich bei unseren Hauptsponsoren der jetzigen Gruppen, nämlich der Nationalbank und der Österreichischen Post. Genießen Sie den Abend noch. Wir freuen uns sehr. Ich glaube, die Vortragenden freuen sich auch sehr, wenn wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen, bedanke mich vor allem natürlich für die tollen Vorträge bei unseren Vortragenden und freue mich auf die Gespräche. Danke sehr. Applaus